Hallo und herzlich willkommen zurück zu City Skylines. Ich bin euer Luxor und wir hatten ja in der letzten Folge die Autobahn hier hinten neu aufgebaut, wie auch immer. Und wir hatten Probleme mit der Bushalte. Die habe ich jetzt offscreen mal abgerissen, mit der Buslinie meine ich, nicht mit der Bushalte, beziehungsweise kann man beides sehen, wie man will. Wie gesagt, die habe ich offscreen mal abgerissen. Und ich würde sagen, wir legen jetzt einfach mal eine neue Bushalte oder eine Busfahrstation ein. Unter anderem haben wir hier hinten U-Bahnhof. Parkende Autos. Okay, passt auf. Werden wir aber trotzdem so machen. Wir werden hier hinten erstmal eine Linie basteln. Werden wir das machen? Ja, doch, machen wir. Oh, und da blinken auch die Häuser und entwickeln sich gleich weiter. Eventuell haben die Leute hier einfach nur Probleme hinzukommen. Ich gehe zwar, um ehrlich zu sein, weniger davon aus, aber man weiß es halt nicht. So. Dementsprechend bauen wir jetzt hier erstmal ein paar Bushalten. Beziehungsweise wenigstens eine Busroute, die hier so mal das ganze Gebiet hier so ein bisschen umfährt. Unter anderem auch hier durchs Industriegebiet mal eiert. Ja, doch, machen wir so. Wir müssen halt nur darauf achten, dass wir hier auch später wieder ankommen. Nicht, dass ich hier jetzt so große Kacke mache, dass wir da ansatzweise gar nicht mehr ankommen. Da außen fährt die Straßenbahn, also würde ich sagen, fahren wir hier mal drinnen mit den Bussen einmal drinnen lang. Wir müssen allerdings auch wieder zurückkommen. Nehmen wir noch eine Straße weiter, so. Gehen wir hier rum. Einmal da lang. Ich überlege gerade, ob wir hinten den Kreis auch noch mitnehmen. Wobei da so wenig Verkehr ist, aber andersrum, vielleicht würde ja noch weniger Verkehr sein, wenn dann mal ein Bus endlich rüberfährt. Andersrum, wie soll der Bus hier rüberkommen, so voll wie es ist? Ich meine, theoretisch könnten wir einen Bus hier nochmal, nee, machen wir einfach, Leute. Das machen wir auf jeden Fall. Einmal so, einmal vor die Sauna. Ich hoffe, das war die Sauna. Jetzt werden wir nämlich mit dem Bus schwuppdiwupp einmal hier so den Innenbereich, sage ich einfach mal, abfahren. Jetzt muss ich mal von oben gucken, nicht, dass ich hier den Faden verliere. Zack, hier ging der Tunnel runter, richtig? Richtig. Ah, komm schon. Gib mir hier eine Bushaltestelle, ich brauche hier einen Punkt irgendwo, Mann. Da war er doch. Einmal hier. Jetzt können wir nämlich genau, einmal von Friedhof. So, der fährt da unten lang, wunderbar. Hier einmal lang. Hier einmal in die Nebenstraßen, auch zum Taxistand. Wenn er hier jetzt hält, wird er wahrscheinlich sehr viel blockieren. Lassen wir ihn da einmal halten. Dann da einmal halten. Wir werden hier auch keine Busspur im Gegenverkehr machen, sondern das bei dieser einen Busspur belassen. Einmal so hier. Einmal so. Einmal hier hin. So, und damit sind auch quasi immer, zumindest an einigen Stellen. Ihr würdet es natürlich staunen, wenn hier der Bus hält. Lassen wir ihn da hinten halten. Hier brauchen wir theoretisch gar keine. Warte mal, wie wollten wir da hin? Wir sind jetzt da hinten. Fahren wir hier nochmal ran. Zum Taxistand bzw. Bahnhof kann er auch ruhig nochmal halten. Dann würde ich sagen, verbinden wir das Ganze hier. Und jetzt haben wir erstmal wenigstens eine große
Runde hier gedreht. 76% voll entleert. 74% hatten wir ja auch erst in der letzten Folge eingestellt, dass leeren so entleeren soll, bitte. Hier drüben mit der Insel, ich habe noch keinen Vorschlag. Gebt bitte in die Kommentare, was ihr hier drauf haben wollt. Ich werde die Insel soweit lassen. Definitiv klar, wir schließen hier hinten irgendwo einen Hafen an. Aber was hier noch rauf soll, ob Wohngebiete, Gewerbe, wie auch immer, einmal in die Kommentare bitte, weil ich da echt planlos bin. Ich werde mich nämlich erstmal hier mit dem ganzen Quark befassen und überlasse euch die Insel. Entweder kümmert ihr euch drum oder die Insel wird einsam mit ein paar Solarpaneelen und hier den Abwasser mit den Klärwerken, Anlagen, na wie auch immer, einsam verweilen. So, nichtsdestotrotz, gucken wir mal, wie wir hier die Autobahn noch abreißen können. Zack, zack, zack. So, alles klar. Jetzt wird es natürlich wieder dunkel. Sehr schön. Oder auch nicht. Theoretisch ist es ja gar nicht schlimm, wenn die Eisenbahn hier durchfährt. Ich meine, die ist ja auf dem Boden, gelle? Das ist richtig. Behindert sie uns bei der weiteren Planung? Man weiß es nicht. Wir reißen den notfallshalber ab. Was weg ist, ist weg. Haha, Zugunglück, Katastrophe, haha. Ah, neuer Zeitungsartikel. Luxor sprengt Eisenbahn in die Luft. So, was hatten wir da eben gerade für Werbung? Ah, hier wachsen die Häuser, wunderbar. Wie sieht es denn hier hinten eigentlich mit der Bildung aus? Grundschule haben wir eine Oberschule haben wir auch. Eine Uni haben wir keine, wunderbar. Aber gut, da ist so wenig Bevölkerung, da braucht man nicht groß eine Uni. Du Scheiße. Ich habe gerade hier hinten auf die Insel geguckt, sah alles andere als schön aus. So, wo haben wir denn jetzt? Wir wollen hier kurz erstmal als allererstes machen wir mal hier die Gleise, ne? Ja, könnte sein, dass es so in Ordnung ist. Ein Morso. Oh, jetzt nehmen wir mal wieder eine Kurve hier in Kauf. Zack. Führen wir hier runter. Du gibst mir mal bitte wieder eine Gerade hier. Zack. Und jetzt nochmal eine Kurve bitte. Zack. Sehr, sehr schön. Läuft am äußeren Rand lang. Stört keinen, behindert keinen. Und die Züge fahren hier trotzdem. So, als nächstes müssen wir hier die Autobahn einmal langführen. Wobei ich meine, vorher, wie sie schon war, hier war eigentlich gar nicht verkehrt. Hier könnten wir ja nochmal so ein... Ja, ist die Frage. Ziehen wir sie hier nochmal hoch und machen hier so einen Verteiler auf in verschiedene Richtungen. Also mit Verteiler meine ich jetzt hier so ein, hier haben wir ja bloß so ein reineweg Autobahnkreuz, was mehrere Autobahnen miteinander verbindet ohne Abfahrten. Aber wenn wir jetzt nochmal so einen Kreisverkehr theoretisch machen, aber irgendwie scheinen die Dinger nicht wirklich tauglich, weil die stauen sich ja immer. Ist ja jetzt die Frage, inwiefern das was bringt, und hier ist auch schon wieder Stau, trotz den Auf- und Abfahrten hier. Das ist jetzt die Frage, ne? Bin gerade echt planlos. Aber ich würde sagen, wir schließen die Autobahn erstmal hier außen an. Wobei, andersrum, warum sollte die angeschlossen werden? Dann fährt hier wenigstens kein Auto und blockiert uns hier nicht weiter. Und momentan brauchen wir den Anschluss nicht weiter. Würde ich jetzt einfach mal grob behaupten, so dreist wäre ich jetzt mal. Solange hier hinten die Autobahn miteinander verbunden ist, kriegen wir noch genug Leute mit in die Stadt rein. So.
Und ich würde sagen, ne? Warte mal, wie hoch haben wir die gebaut? Das war hier, glaube ich, Höhe 1. Ausgehende Verbindung benötigt. Bitte schließen Sie Ihre Stadt an eine Autobahn an. Auf diese Weise können die Leute ihre Stadt besser erreichen und Waren dorthin transportieren. Über ausgehende Verbindungen können außerdem Touristen ihre Stadt erreichen und Güter exportiert werden. Scheißegal, solange wir sie noch importieren können, interessiert es uns nicht. Spaß beiseite. Wie gesagt, wir werden das Ding später auf jeden Fall noch anschließen. Keine Sorge. Allerdings würde ich hier ganz gerne noch ein, zwei so eine Kreisstädte bauen. Die Dinger gefallen mir und wenn wir sie hier so an den Rand bauen, sieht das Ganze bestimmt relativ cool aus. Ich muss halt nur gucken, wie es vom Platz her hinkommt und dass wir später die Autobahn auf jeden Fall dann noch lang führen können. Und zwar nehmen wir uns jetzt erstmal hier wieder eine sechsspurige Straße. Mit Radwegen? Mit Radwegen? Nee, nicht mit Radwegen, weil wir bauen hier erstmal eine Einbahnstraße. Das Größenverhältnis ist jetzt gerade scheiße für mich einzuschätzen, abzuwägen, wie auch immer. Wobei, wir könnten hier natürlich auch eine extrem große Kreisstadt hinbauen. Machen wir einfach, ha? Machst du nichts? Machen wir es oder machen wir es nicht? Man weiß es nicht. So. Ich will doch Geraden haben. Warte mal, es sind 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay, in die andere Richtung oder fangen wir so an? Ich weiß gerade nicht. Wir werden uns hier auf jeden Fall erstmal jetzt einen Kreuzer stellen. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Machen wir es, machen wir es nicht. Machen wir. Sieben dürfte ausreichend sein. Ah, jetzt kommt ja auch endlich mal wieder dieses Winkelding. Eins zurück hier. So. Wunderbar. Machen wir eine 7er. Das ganze Ding dürfte von der Größe hinkommen. Sieht okay aus. So, jetzt hier erstmal hoch. Ups. Oh Mann, ich sehe es hier in dem Schnee immer so schlecht. So, und wenn wir unser Kreuz nämlich haben, werde ich den Kreisverkehr in der Mitte nämlich auch ziemlich hoch setzen, um dass wir den Kreisverkehr mittig quasi haben, dass von hier aus der Verkehr ausgeht. Das, was nicht haben wie hier von außen, schließt alles an und verteilt sich denn hier so, mehr oder minder. Sondern wir werden es machen, dass der Anschluss direkt zur Mitte läuft. Von daher im Kreisverkehr verteilt sich der Rest. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt verständlich rübergebracht habe. Ich hoffe es allerdings einigermaßen. Warte mal, wir hatten das hier richtig. Aber wenn ich mich nicht verzählt habe, dürfte das stimmen. Sieht es einigermaßen gleich aus. Sieht einigermaßen gleich aus. Sehr schön. Immer noch nicht. Natürlich nicht. Ich weiß nicht, wie das Ganze aussehen wird. Ich habe es noch nicht so wirklich im Kopf. Brauchen auf jeden Fall hier.
Das ist jetzt schon zwei hoch. Ja, war schon zwei hoch. Kriegen wir es noch ein drittes, viertes? Fünfte Ebene. Ob das Ganze so rund wird, ich bezweifle es. Runder wäre es, wenn wir es jetzt dahin ballern. Kriegen wir es aber nicht an die Höhe. So. Ich habe keine Ahnung, wie man das hier sonst so abchecken kann, quasi. Wir gucken einfach mal. So, wir sind jetzt 5 in der Höhe. Das Ding wird auch. Sehe ich doch jetzt schon, dass es hier kein Kreis wird da drin, oder? Ja, wobei kann auch. Ich habe Scheiße angeschlossen hier. So. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Doch, schau gut aus, wenn er mich fragt. Hat was, hat was. So. Das Ganze im rechten Winkel könnte theoretisch sein, ja. Warum hat es denn da hinten nicht da angeschlossen und jetzt... Ach, meine Güte. Was soll's? Ah, klar, komm, Alter, was ist das hier? Wollt mir denn nicht ernsthaft erzählen, dass ihr so eine Straße produzieren, bauen würdet, oder? Wo das Ding in der Mitte mal kurz abknickt. Ob ihr behindert seid, habe ich euch gefragt. Der ganze Teller steht hier schon schief von Anfang an. Das gibt's doch nicht. So, ein bisschen ausrichten hier den Bildschirm wieder. Schon da sind wir schon. Ach, hier draußen hätten wir theoretisch schon Einbahnstraßen machen können. Sieht das Ganze, es sieht einigermaßen kreismäßig aus, kann man so lassen. Das Ding werden wir mal abreißen. Na klar. Ist allerdings jetzt ein... Habe ich jetzt hier Scheiße gebaut bei dem unteren? Ich glaube, das Ding ist irgendwie um eins versetzt oder sowas. Ergibt auch Sinn, dass da oben dann ein bisschen weiträumiger ist. So, nochmal auf ein neues. Ist doch schon wieder der Fall, oder? Okay, könnte auch sein, dass es hier nur durch die Schräge so aussieht. Auch selbst, wenn es nicht ganz hundertprozentig ein Kreis ist. Sinn und Zweck ist, glaube ich, bekannt. Na los, ne, komm schon. Zack, an mir hoch. Okay, auch wenn es nicht ganz ein Kreis wird, bauen wir immer mehr Scheiße. Passt doch schon wieder nicht, oder? So, passt auf. Jetzt nehme ich das Ding hier nochmal weg. Wenn es dann immer noch nicht passt, ist hier Bambule. Weil muss eins weiter so oder was? Irgendwas haut da nicht wirklich nicht hin. Ach meine, es gibt's doch nicht. Dann lass mich mal hier erstmal die Geraden miteinander verbinden.
So schön wäre es gewesen. Pass auf, dann machen wir es anders. Machen wir es einfach so. Schließen wir hier hinten an. Ziehen hier noch na, gerade drüber. Ich meine, das Ganze ist so oder so nicht ganz ein Kreis, mehr wie ein abgerundetes Viereck. Fahren wir über Plus ein? Ja, 7000, okay. Von daher passt es mit der Kohle auch noch. Und ich würde sagen, machen wir es einfach so. Und lassen das Ding hier den Rest berechnen. Sieht scheiße aus, passt, wackelt, hat Luft. Ja, hier unten das Stück, also irgendwas stimmt damit nicht. Die anderen sind härter, die Ecken. Aber gut, ist nun mal so. Und wir müssen jetzt hier oben aber allerdings draus eine Einbahnstraße machen. Ja, komm, ist klar. Warum haben wir jetzt da Probleme mit der Straße? Die geht hier in zwei verschiedene Richtungen mit einmal, oder was? Ich hoffe, es geht rechts rum. Ich sehe jetzt hier gerade keine Pfeile. Eventuell davon bedingt, dass wir keine Abfahrten haben. Aber theoretisch sollte es rechts rum gehen. Ja, ja, ausgehende Verbindungen werden wir später mal in einer anderen Folge machen. Ja, wirklich erfolgreich waren wir nicht, aber ich sehe gerade, wir könnten hier demnächst wirklich noch Industriebauernspezialisierung mit dran setzen. Denn wir haben hier fruchtbares Land. Wir können ja nochmal kurz die Statistik durchgehen. Wie man hier sieht, fruchtbares Land, dieses olivgrün, hell, hellgelbgrün, naja, helles Grün, schon fast in den Gelbstich rein. Haben wir hier mehr als genug von. Weil ich meine, hier hinten haben wir es auch und ja, keine Arbeitskräfte. Wow, was haben wir denn hier? Ey, Leute. Hallo? Warum ist denn jetzt hier bitte Stau? Wir haben hier Busverbindung eingeführt, damit das Verkehrsaufkommen, Vorkommen nicht so groß ist. Und jetzt stellt sich hier alles zu. Meine Fresse, hier gibt es wieder den Stark Tower. Ja, wenn ihr wissen wollt, was in unserem nächsten Gebiet passieren wird, in unserem tollen Gestell hier hinten, was sich hier hinten so langsam auftummelt, das werden wir auf jeden Fall noch in den nächsten Folgen mit durchgehen. Ich werde noch versuchen, irgendwie meinen Treebrush-Mod runterzuladen. Ich habe schon öfters welche gesucht, getestet, aber irgendwie funktioniert keins seit dem Update 1.4 von City Skylines, seitdem hier quasi dieser Landschaftsbau hier unten dazugekommen ist, seitdem man die Einebnung hat, Berge selber machen kann und. Seitdem funktioniert irgendwie kein Treebrush-Mod mehr. Und ich weiß nicht, ich würde ganz gerne am Flughafen, beziehungsweise fällt mir gerade ein, kann ich das auch offscreen machen? Ich meine, es wird bestimmt eh nicht so interessant sein, wenn ich hier jetzt genug Bäume drumherum setze. Das werde ich offscreen wahrscheinlich machen. Werden wir mal schauen. Wenn es euch interessiert, was ich offscreen mache, ob ich die Bäume setze oder nicht, schaltet doch gerne zur nächsten Folge wieder ein. Damit verabschiede ich mich erstmal, sage macht's gut und bis dann. Ciao, euer Luxor.